Meine Damen und Herren, in unserem heutigen Motorama wird nicht getestet. Wir wollen unsere Sendezeit einem Mann widmen, der unser aller Idol war, in dessen Ruhm und Glanz diese Sendung geboren wurde und der in Monza plötzlich und wie Sie gleich sehen werden, ganz sinnlos den Tod fand. Wir alle trauern um ihn, um unseren Jochen Rindt. Unser Motorama-Team war in Monza, um ursprünglich eine Background-Story über den Großen Preis von Italien aufzunehmen. Und was sie aufgenommen haben, wurde zum Requiem für Jochen. Luki Schmidleitner, Heinz Brüller und Helmut Zwickel erlebten diesen sinnlosen Tod am vergangenen Samstagnachmittag. Luki hat noch die letzten Einzelheiten mit Jochen über die Aufnahmen zu unserem Motorama besprochen. Ne? Ja, es war 15 Uhr knapp nach Trainingsbeginn und ich habe mit Jochen die Einleitung gemacht und nachdem wir es abgedreht haben, hat der Jochen gesagt, bei dem Wirbel, ich glaube, es ist nicht in Ordnung, aber wenn ich zurückkomme, können wir es ja dann noch einmal machen. Haben wir diesen Film da? Können ja, wir den natürlich. Sehen? Film los, bitte. Großer Preis von Italien in Monza. Monza ist bekanntlich eine sehr, sehr schnelle Strecke. Das Windschattenfahren ist der wichtigste Punkt überhaupt. Das heißt, dass die meisten Autos ohne Flügel fahren werden, denn die Kurvengeschwindigkeit ist nicht so wichtig wie eben die Geschwindigkeit auf der Geraden. Ich fahre mit meinem Lotus 72, nicht mit dem Turbinenwagen, der zwar sehr vielversprechend ist, aber ich glaube, ich noch nicht genug ausgereift ist, um meine Weltmeisterschaft zu haben. Die Organisatoren in Monza haben beschlossen, dass sich alle Wagen qualifizieren müssen. Das weicht ab vom Genfer Abkommen, da sind noch einige Gespräche im Gange. Aber wie die Situation im Moment ist, müssen sich alle qualifizieren. Und das heißt, dass von 27 nur 20 starten können. Ich erinnere mich noch, Jochen ist zu Nina auf die Box hinaufgestiegen. Ein Blick in ihre Rundenzeit-Tabellen. Dann hat er den Sturzhelm aufgesetzt und ist von der Box weggefahren. Und es war die erste Phase eines Trainings, eine unwichtige Phase, denn man fährt erst in der letzten halben Stunde die Trainingszeit heraus. Und wir sind dann die Boxenzeile hinuntergegangen, um irgendwelche Probleme zu sprechen mit der Motorama-Sendung. Ich glaube, wir haben vom Sonntag schon gesprochen, über das Siegerinterview, wo wird Jochen das Interview machen. Ein Chaos war zu erwarten. Die Organisation würde wie jedes Jahr ein Monster zusammenbrechen. Und das waren 4 oder 5 Minuten, das waren eben diese letzten 4 Runden von Jochen und auf einmal wurde es immer ruhiger auf der Bahn, denn alle Rennwagen kamen mit abgestelltem Motor herein und plötzlich sehe ich den Jackie Stewart aus dem March springen. Er läuft zu Nina und er läuft wieder zurück und ich sage, Jackie, what happened? Und er sagt, Jochen hat sich gedreht, ein Unfall, but he's okay. Er sagt, er ist unverletzt, es ist alles in Ordnung. Und ich laufe dann hinter die Box und plötzlich kommt ein italienischer Journalist und er sagt, hast du gehört, Jochen ist tot? Und ich sage, das ist doch lächerlich. Und ich laufe wieder durch die Box zurück und treffe den Luki und sage, Luki, hast du gehört? Offenbar ein schwerer Unfall. Es ist etwas passiert, man sagt, Jochen wäre tot. Und Luki sagt, du, das ist unmöglich, das ist lächerlich. Er ist doch gerade hier vorbeigekommen. Und auf einmal sehe ich den Bernie Ecclestone, den Freund vom Jochen, wie einen blutigen Sturzhelm in seine schwarze Ledertasche steckt. Soweit ich weiß, gibt es einen sehr kompetenten Augenzeugen des ganzen Unfallvorgangs, und zwar Danny Halm. Jochen was following me for several laps and slowly catching me up. And I did not go through the second Lesmo corner very quick, so I pulled to one side and let Jochen pass me. And then I followed him down into the Parabolica, I think they call it, down here where we are going very fast. And he waited till about the 200 meters to put on the brakes. The car slid, or just sort of went to the right. It just went to the right and then it turned to the left and turned out to the right again and then suddenly just went very quickly left into the big, into the guardrail, onto the grass and then into the guardrail. And the car just disappeared into a big cloud of dust
from the accident, and the wheel came out and bounced in front of me and some pieces of the car. And I did not see the car after that, once it hit the guardrail, because it just disappeared. Wenn ich Ihnen vielleicht ganz kurz übersetzen darf, wenn Sie es nicht ohnehin selbst gehört haben, was Danny Halm gemeint hat. Er sagt, er ist mit Jochen Rindt in diesen 5 Runden auf der Bahn gewesen. Halm hat bereits trainiert, als Jochen Rindt aus den Boxen herausgekommen ist, und er ist zunächst im Windschatten von Danny Halm gewesen. Dass Danny Halm nicht allzu schnell sein würde, das hat man gewusst, aber es ging für Jochen ja auch gar nicht darum, schnell zu sein. Er ist Runden gefahren von 1,27 und etwas darüber, also 3 bis 4 Sekunden unter jener Zeit, von der Jochen gesagt hat, dass er die also fahren könnte im Rennen, wenn es darauf ankommt. Er hat nichts riskiert. Er wollte ja auch nur einen neuen Motor, den er über Nacht bekommen hatte, einfahren und wollte sehen, ob die Getriebeübersetzung jetzt richtig gewählt ist. Aber für die Jagd nach den besten Trainingszeiten, nach der Pole Position, wäre ja die letzte halbe Stunde in Monza, wie immer, wenn die Bahn kühler ist, Zeit gewesen. Halm sagt jedenfalls, dass nach diesen 4 Runden Jochen Rindt an ihm vorbeigegangen ist, und zwar in der zweiten Lesmo-Kurve. Das ist die zweite Rechtskurve, ganz gegenüber der Parabolik, also auf der anderen Seite der Strecke. Und Danny Halm ist Jochen dann nachgefahren in einem Abstand von vielleicht 100 Metern. Und Halm sagt weiter, dass Rindt 200 Meter vor der Parabolika gebremst hat. Man bremst im Rennen, wenn es sehr scharf ist, vielleicht 120 oder 140 Meter vorher. Halm hat jedenfalls gesagt, dass Rindt früher gebremst hat, auch ein Beweis, dass Rindt nichts riskiert hat. Dass der Wagen kurz geschlängelt hat, dann in einem spitzen Winkel mit 90 Grad gegen die linke Leitplanke ist. Der Wagen ist dann weiter und ist noch einmal mit nicht viel reduzierter Geschwindigkeit wieder frontal in die Leitplanken hinein. Und dann hat sich der Wagen hinausgedreht auf den Auslauf der Parabolika, auf den Sand. Und Halm sagt, er hat dann nichts mehr gesehen, es war so viel Staub, es ist ein Rad noch über die Strecke gelaufen und er hat selbst alle Hände voll zu tun gehabt, um eine Kollision mit diesem Rad zu vermeiden. Einer von den Ärzten, die an der Unfallstelle sofort anwesend waren, war Dr. Rosa, der Jochen Rindt unmittelbar nach dem Aufprall gesehen hat. Schrecklich. Furchtbar. Er hat ein Bein abgeschnitten fast. Ja? Die Knochen sind vollkommen kaputt und dann hat also der Magen herausgekommen und 2. oder 3. Mal gebrochen. Ja? Ich glaube, dass er kann leben. Ich hoffe. Mehr kann ich nicht sagen. Einer von ihnen war tot. Die Grand Prix-Truppe war für einige Minuten sehr nachdenklich. Zwei Stunden nach dem Unfall war das Lotus-Wrack von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. 2 Polizisten bewachten die Garage. Die Lotus-Monteure bekamen den Auftrag, Italien auf dem schnellsten Wege zu verlassen. Soviel ich heute früh noch in Monza erfahren habe, sind die italienischen Behörden derzeit hinter Colin Chapman her. Sie wollen ihn zu einer Rückkehr nach Italien bewegen, zwingen. Sie möchten ihn einvernehmen zu dieser Tragödie am Samstag. Chapman ist aber in England in seiner Fabrik und damit für die italienischen Behörden nicht greifbar. Und darum haben die Italiener an der Grenze den Lotus-Transporter festgehalten, um Chapman dadurch zu zwingen, nach Italien zurückzukommen. Und es sind auch Gerüchte im Umlauf,
dass die Firma Lotus über das Wochenende verkauft worden wäre an einen großen Konzern, entweder an Ford oder an General Motors. Wie weit das mit dem Unfall von Rindt zu tun hat, ist nicht zu sagen. Eines dürfte jedenfalls feststellen, dass sich Jochen Rindt in Monza keinen Fahrfehler geleistet hat, sondern dass irgendetwas anderes ausschlaggebend gewesen sein muss für diesen fürchterlichen Unfall. Was glauben Sie? Also alle Indizien sprechen dafür, dass in Monza die rechte vordere Bremswelle riss, wodurch nur das linke Vorderrad und beide Hinterräder gebremst wurden, was zur Folge hatte, dass der Lotus in einem Winkel von 90 Grad ungespitzt in die linke Leitplanke hineinknallte. Helmut, Sie haben vorhin den Begriff Bremswelle in unsere Diskussion eingeführt. Die normalen Benutzer normaler Automobile werden nicht wissen, was das ist. Eine Bremswelle muss bei einem Formelwagen dann angewendet werden, wenn die Scheibenbremsen für die Vorderräder innen liegen. Das heißt also, die Scheibenbremsen sind nicht direkt am Rad, sondern weiter innen, um die ungefederte Masse zu verringern und damit die Straßenhaftung zu verbessern. Die Räder springen nicht und nicht mit so viel Gewicht und bleiben besser am Boden. Ja, das ist natürlich ein technischer die Rotation, Auswuchs, nicht? Ja, natürlich. Es ist eine etwas absurde und sehr ausgefallene Konstruktionsidee. Dadurch muss die Rotation des Rades über eine Welle, die sogenannte Bremswelle, auf die Bremse übertragen werden und dort wird dann eben gebremst. Und da liegt ja das Problem. Und nur der Lotus 72 hatte vorne diese innenliegenden Scheibenbremsen. Und wollen wir mal die Indizienkette rekapitulieren? Vielleicht, Helmut, können wir es anhand des Lotus 72 machen. Hier sehen machen. Sie das rechte Vorderrad mit der Bremswelle zur innenliegenden Scheibenbremse. Hier sehen Sie es in Großaufnahme. Diese Welle, rechts die Scheibenbremse, diese Welle brach irgendwo an der Bremse oder vorne an der Radnabe. Und Jochen hatte keine Chance, dagegen etwas zu machen, weil im selben Augenblick, wenn diese Welle bricht, wird der Wagen steuerlos und er gehorcht keinem Befehl mehr des Pilotens. Weil ja auch die Lenkung in Mitleidenschaft gerät dadurch und der Beweis ist ja auch, dass ja keinerlei Bremsspuren dort zu sehen gewesen sind. Rekapitulieren wir die Indizienkette. Lotus hatte, als der 72er in Spanien zum ersten Mal auf einer Rennstrecke getestet wurde, damals hatte Jochen Rindt einen Unfall, der sehr glimpflich verlief. Im 240 km/h-Tempo brach die Bremswelle, der Lotus kam knapp vor einer Leitplanke zum Stehen. Es war ein Hitzeproblem, die Hitze der Scheibenbremse übertrug sich auf die Welle brach einfach ab. Man hat das noch in Jarama in den Griff bekommen, eine neue Isolation zwischen Scheibenbremse und Welle gegeben. Am Österreichring, kürzlich im großen Preis, hatte Mais auch einen Bremsdefekt. Man hat das verdreht bei Lotus. Man hat gesagt, es war ein Aufhängungsdefekt und man hat das bagatellisiert, man hat es verschwiegen. Es war die Bremswelle. In Monza, im Freitagtraining, der Brasilianer Fittipaldi, der zum ersten Mal auch einen Lotus 72er fuhr, hat sich an derselben Stelle, wo Rindt verunglückte, er hat gesagt, ich habe mich verbremst, ich habe zu spät gebremst und das stimmt nicht. Auch hier war ein Bremsdefekt. Colin Chapman hat Fittipaldi ja deswegen sogar noch beschimpft nach dem Training und wahrscheinlich glaubt er, dass Fittipaldi immerhin ein Formel-1-Pilot als eine Art Lehrbub bei Lotus dient, dieser 23-jährige Brasilianer. Aber auch Rindt hat ja noch einmal Schwierigkeiten gehabt und zwar in Zandvoort im Training. Du kannst dich erinnern, ja, zweimal die Bremsen blockiert. Da haben einmal in die der Tarzan und dann blockiert. In der Danny Halm hat mir noch in Monza gesagt, auch wir haben uns den Kopf zerbrochen, ob wir dieses Detail innenliegende Scheibenbremsen nicht übernehmen sollen. Der Rindt gewinnt so viel, der Lotus ist ein fortschrittliches Auto. Das hat was auf sich, das bringt sicher irgendetwas in puncto Straßenlage. Und dann hat man aber gesehen, dass Lotus in jedem Rennen Schwierigkeiten hat mit diesen Scheibenbremsen. Und da hat Danny Halm gesagt, aus, da verzichten wir auf diesen minimalen Gewinn, aber wir wollen sicher fahren. Und Ron Taranak von Brabham hat gesagt, mit unserem Auto wäre Jochen das nicht passiert. Als er von uns, von Brabham, wegging zu Lotus, musste er wissen, dass dort hasardiert wird. Man kann also zusammenfassen, dass von Seiten der Konstrukteure eine bestimmte Tendenz in Richtung Gewichtsverleichterung verfolgt wird, eigentlich ohne Rücksichtnahme auf die nötige Sicherheit für den Piloten. Das ist ganz richtig. Sicherheit und konkurrenzfähig sind zwei divergierende Es gibt natürlich Grenzen, die dann
angepeilt werden und angesteuert werden, aber letzten Endes wahrscheinlich auch wie in diesem Fall überschritten werden. Helmut, wenn wir einmal zurückdenken, Sie werden sich sicherlich erinnern an den tragischen Tod von Jim Clark, ja, 1968 auf dem Hockenheimring. Dort ist ja auch ein Unfall passiert, der für den Experten eigentlich unerklärlich war. Auf einer Geraden, ein so erfahrener Pilot wie Jim Clark leistet sich keinen Fahrfehler mit einem Formel-2-Wagen. Ja. Auch dort hat der Wagen angefangen zu schleudern, zu schlittern und ist in den Wald und hat eben den Tod des Piloten verursacht. Und das war auch ein Lotus. Ja, im Falle Clark kann man nur mutmaßen, wann es die Reifen war, ist der Motor, hat das Getriebe blockiert, ist die Lenkung abgerissen. Es gibt im Falle Clark keine solche Indizienkette wie im Falle Rindt. Die ganze Saison über Schwierigkeiten mit den Bremswellen. Und noch etwas kommt dazu, ich bin überzeugt, man hat auch die Materialermüdung nie ins Kalkül gezogen, aus Gründen der Sparsamkeit vielleicht. Nicht? Man hätte ja nach jedem Grand Prix Teile der Radaufhängung, diese leichten, zierlichen Teile auswechseln können. Man hätte die Bremswellen auswechseln können. Der Jochen hat ja wirklich 4 Grand Prix gewonnen und er ist nie in ernste Schwierigkeiten gekommen. Und der Peter Kerr, das, Heinz, du kennst ihn, das ist dieser Neuseeländer, der für den Jochen im Winkelmann-Team gearbeitet hat. Ich glaube, das ist der Professor unter den Monteuren. Und der Peter Kerr hat gesagt in Monza, dieser Lotus 72 hat mich immer beunruhigt. Nicht zuletzt wegen dieser Scheibenbremse. Ja, er hat ja auch alle beunruhigt, auch die Teamchefs und die anderen Rennställer und auch die anderen Fahrer. Sie sind ja immer wieder durchs Fahrerlager gegangen, wenn Chapman mit einem neuen Auto herausgekommen ist, du hast oft genug gesehen. Ja, auch mit dem Maßstab, nicht? Sagen, am Österreich. Dieser Teil wird brechen, dieser Teil wird brechen, dieser ist sehr schwach, der ist noch schwächer, der könnte auch brechen. Und John Surtees zum Beispiel, ein Mann, der ja schon sehr viele Formel-1-Wagen gefahren hat, fast alle, hat gesagt, wenn er die Wahl hätte zwischen irgendeinem Wagen derzeit oder zwischen allen Wagen, er würde den Brabham nehmen, den er für den besten und für den auch sichersten Wagen hält und im Augenblick scheint es der Ferrari zu sein. Aber vielleicht war es auch über den Sommer nicht der Lotus, nur die Probleme, die Rindt im Training immer wieder und oft gehabt hat und die Teamkameraden gehabt haben, vor allem John Miles, die sind ja sehr unter der Oberfläche geblieben. Ja, Rindt hat 4 Grand Prix hintereinander gewonnen, diese strahlende Serie hat, wie es du sagst, ja, wurde es gab verduscht. Ja Defekte bei Lotus, die man sogar Rindt vertuscht hat. Erinnern wir uns, letztes Jahr Clermont-Ferrand, eine Stunde vor dem Start kommt der Piers Courage zum Jochen und sagt, du Jochen, hat man deine Lenkung repariert? Sagt der Jochen, meine Lenkung, ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt hin war. Sagt er, natürlich, meine Mechaniker haben mit deinem Mechaniker in der Garage, die arbeiten nebeneinander, gesprochen und haben gesagt, deine Lenkung musste geschweißt werden. Da ist der Jochen Rindt raus, hat zu seinem Mechaniker gesagt, bitte, was war mit meiner Lenkung? Und sie haben dann einen Deckel geöffnet vorne und haben zugemüssen, ja, die hatte einen Riss im Training, wir haben sie geschweißt, wir haben ein neues Mittelstück eingesetzt. Mhm. Und der Jochen hat damals gesagt, ja, mein Gott, soll das halten? Die haben gesagt, natürlich, das hält, das ist okay. Und da ist der Dick Scammell daneben gestanden und Jochen hat gesagt, wenn das nicht hält, wenn das bricht und ich lebe noch, dann bringe ich euch um. Ich bin daneben gestanden. Ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht, entschuldigen Sie, Herr Brüder, dass ich ins Wort falle, weil wir sonst zu weit den Punkt überschreiten, wo dieser Einwurf noch passen würde. Ich weiß nicht, ob wir nicht ein bisschen in die Tiefe gehen sollten, und zwar von dem technischen Problem, das gegeben ist durch das Bestreben des Konstrukteurs, möglichst leicht zu bauen, und wobei er unterdrückt, dass er eigentlich auch ein bisschen auf die Sicherheit des Piloten Rücksicht nehmen muss, dass der Pilot ja nicht eine Puppe ist, eine Testpuppe. In der Formel 1 ist das bisweilen. Leider. Vielleicht sollte man ein bisschen tiefer gehen und sollte sehen, wo sind die menschlichen Ursachen für ein solches Bestreben und für die Umsetzung eines solchen Bestrebens in diese traurige Tat. Wie kann man Colin Chapman zum Beispiel charakterologisch skizzieren? Ich würde den Chapman charakterisieren als einen Mann, der überall das Limit sucht und drüber hinausgeht. Sehen Sie. Der Chapman steigt mit 6 Personen in einen Aufzug ein, wo steht Tragkraft maximal 3 Personen. Weil er sagt sich, die Aufzüge haben sowieso immer das doppelte Sicherheitsmanko, also ich kann da ruhig mit 6 Leuten einsteigen. Ja, so ist sehr toll. Gut hat ihn auch mal der spanische Lotusfahrer Alex Solaroig charakterisiert, nämlich in Spa, wie es ja auch Schwierigkeiten gegeben hat, mit Rindt, mit den Bremsen des Lotus 72. Er hat gesagt, ihn erinnert Colin Chapman immer an den Oberst Nicholson in dem Film Die Brücke am Quai, den wir, glaube ich, alle gesehen haben. Ja. Das war der Mann, der als Kriegsgefangener also eine Brücke gebaut hat und dann seine eigenen Landsleute, die Engländer, geschädigt hat, indem er die Brücke, Sie kennen die Geschichte. Ja. Und Solaroig hat gesagt und Rindt hat zugestimmt, dass auch Chapman oft der Meinung ist, er macht etwas Falsches, aber weil er starkköpfig ist, bleibt er dabei und er treibt also auch Dinge weiter, von denen er nicht überzeugt ist oder von denen er glaubt, dass sie schief gehen können. Das ist sein Charakter und der ist schwierig zu begreifen für einen Kontinentalen. Und Rindt war ja der erste kontinentale oder nicht britische Lotusfahrer überhaupt in der ganzen
15-jährigen oder fast 15-jährigen Geschichte von Lotus jetzt. Ja. Und Rindt war auch der erste und auch einzige, der sich Chapman widersetzt hat. Du erinnerst dich, das ganze Jahr wurde verstritten, voriges Jahr zumindest, bis Monza. Im Training gab es einen Defekt, auch mit Lotus 72, aber nicht an der Vorderachse und nicht wegen der Scheibenbremse, sondern an der Hinterachse, da blockierte eine Radnabe, weil das Fett herauslief. Und Jochen hat gesagt, ich fahre dieses Auto nicht in Spa, das ist mir zu gefährlich. Auch hier hätte es einen furchtbaren Unfall geben können, aber die Hinterachse blockierte am langsamsten Punkt der Rennstrecke von Spa in einer Hanau-Kurve. Und Lotus ist den alten, ausgereiften 49er gefahren. Noch ein wichtiges Indiz. Jene Firma, die für den Lotus 72 diese Bremswellen herstellt, Lotus macht ja nicht alles selbst oder die ganzen Firmen, da arbeiten oft 70, 80 andere Firmen mit an so einem Rennwagen. Jene Firma hat Lotus gewarnt, diese Bremswellen sind zu dünn, die müssen stärker dimensioniert sein. Und bei Lotus hat man nichts dergleichen getan, weil man will Gewicht sparen. Es war nämlich, es ist das tief Tragische an dieser ganzen Verkettung der Umstände, dass ausgerechnet Jochen Rindt es war, der sich immer so für die Sicherheit der Piloten eingesetzt hat. Wenn wir zurückdenken, der Helmut wird sich erinnern, es hat einmal eine Zeit gegeben, da wollte man einen Vierradantrieb experimentell ausprobieren, das war die Firma Ferguson. Und ja, da war Jochen der Erste, der gesagt hat, das erscheint mir nicht sicher, das möchte ich nicht. Jochen war derjenige, genau. Er war der Erste, der gegen die Flügel waren, die ihn ja fast das Leben gekostet und haben in jetzt, Barcelona vorgeführt. Vor allem jetzt als Sprecher der Grand Prix Drivers Association hat er sich stark gemacht und hat auch wirklich seine Position vertreten und mit Erfolg die Verlegung des großen Nürburgring auf den Hockenheimring, das war ja sein Verdienst, er hat immer für die Sicherheit gekämpft. Das ist ja, aber umso erstaunlicher und unglaubwürdiger ist die Tatsache, dass gerade an seinem Lotus Achillesfersen waren, die er vielleicht gewusst hat oder unterschätzt hat. Zum Beispiel nach dem Carriage-Unfall in Zandvoort, wo 150 Liter Treibstoff also verbrannt sind, hat man gesagt, ja, jetzt müssen Sicherheitstanks her. Jene amerikanischen Sicherheitstanks, die wirklich also viel zerreißfester sind als diese Gummitanks. Nichts, kein einziger Formel-1-Rennwagen hat Sicherheitstank im Augenblick, auch Rindt nicht. Dabei wäre absolut so mancher Feuerunfall auf den Rennpisten vermeidbar. Ich habe Versuche gesehen mit diesen Sicherheitstanks, die sind ja mit einer porösen Masse gefüllt, die nur 5% des Gesamtfassungsraumes des Treibstoffbehälters beanspruchen. Sie sind zwar etwas schwerer. Das ja, Gunther, 2 Kilo schwerer. Und das ist auch der Grund. Das stört die Herren aber schon wieder. Warum man sie nicht einbaut. Und ich habe einen Versuch gesehen, in dem mit Explosionsgeschossen 2 solcher Tanks beschossen wurden. Einer, der mit der spongiösen Masse gefüllt war, und ein anderer, ein normaler Tank. Der normale Tank ist mit dem Explosionsgeschoss natürlich sofort in die Luft geflogen. Und der mit der Schaummasse gefüllte Tank hat das vollkommen verkraftet. Es ist nichts passiert. Das könnte man doch auch einführen. Also ich glaube, als Resümee können wir sagen, es wird gesündigt, es wird gebastelt in der Formel 1. Kein Sport mehr, sondern ein Wanderzirkus mit technischen Akzenten. Aber vom Sport geht es bereits ein bisschen weg in der Formel 1. Vielleicht sollten wir jetzt ein wenig zurückblenden im Leben Jochen Rindts als Motorama-Reporter und als Rennfahrer. Von Monte Carlo an waren ja für Jochen Rindt die Weichen auf Sieg gestellt. Jackie, this is your first race after the... Wie fühlst du dich bei deinem ersten Rennen nach dem Unfall von Madrid? Ich fühle mich viel besser. Ich bin nicht ganz fit, aber ich kann fahren. Am ersten Tag ist es schwierig, denn man ist immer etwas ängstlich, wenn man einen Wagen vor sich oder hinter sich hat, so direkt nach einem Unfall. Aber heute ist das schon in Ordnung. Du hast am Rücken schwere Verbrennungen. Stört dich das nicht beim Sitzen im Wagen? Im Wagen ist es nicht schwer, denn da vergesse ich alles. Großer Preis von Monaco. Gewonnen, ich kann es selbst noch nicht glauben.
Das eine, ich habe einen sehr schlechten Startplatz gehabt am Anfang und war, glaube ich, am 8., 9. Platz und habe auch Bremsschwierigkeiten gehabt. Ab der 30. Runde haben die Bremsen dann besser funktioniert und ich habe angefangen aufzuholen. Start zur 50-Runden-Jagd um den Grand Prix von Deutschland. Erste Reihe X und Rindt, zweite Reihe Regazzoni und Siffert. Reihung in der ersten Kurve X, Siffert, Pescarolo, Rindt. Aber beachten Sie Nummer 15, Regazzoni, da ist er. Treibhausatmosphäre vor 185.000 Menschen. Eine Spannung, die man förmlich greifen kann. Niemand wird je wissen, wie oft in diesem Grand Prix die Führung wechselte. Zwischen Jacky X Nummer 10 und Jochen Rindt Nummer 2. Es waren ungefähr 30 Mal. Und hat Jochen Rindt überholt. Clay Regazzoni, der Schweizer, liegt an der Spitze mit Start Nummer 15. Regazzoni leading. Regazzoni. Oh. 31. Runde. Regazzonis tapfere Fahrt ist zu Ende. Dann fällt Amon aus und zum dritten Mal hintereinander auch Stewart. Armer Jacky. Rindt und X schlagen sich an der Spitze in einem atemberaubenden Duell. Letzte Runde, letzte Kurve. Colin Chapman bankt. Wer gewinnt? X oder Rindt? Sieben Zehntelsekunden entschieden. Der sechste Grand Prix-Triumph für Jochen Rindt ist perfekt. Der fünfte 1970, der vierte ohne Unterbrechung. Jacky, kannst du mir erzählen, wie es von deiner Warte aus ausgeschaut hat? Could you tell me how it looked from your side? Oh, from my side, he was driving really quite well. And, as my car was terribly understeering in a very fast corner. Anyway, I know before the end I couldn't beat you. And I've appreciate very much the way we have raced together. It was very, very nice, really. Er sagt, dass er gleich am Anfang gemerkt hat, dass mein Auto ein bisschen besser gelegen ist wie seines und die Geschwindigkeit auf der Geraden ungefähr gleich war. Und er hat gedacht, dass ich die besseren Chancen habe. Und eigentlich, das ist das, was ich mir auch gedacht habe. Auf jeden Fall war es ein super Rennen zusammen. Wir haben uns gegenseitig nie behindert und wir sind, glaube ich, beide sehr zufrieden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei den noch ausständigen drei Weltmeisterschaftsläufen zur Formel 1 keiner der lebenden Piloten die Punkteanzahl von Jochen Rindt erreicht. Morgen, Dienstag, findet in Paris eine außerordentliche Sitzung der obersten Automobilkommission statt, bei der entschieden wird, ob Jochen Rindt posthum als Weltmeister anerkannt wird oder nicht. Auf Wiedersehen.